Der nächste Punkt ist dann, sind dann die Gedächtnis- und Merkfähigkeiten. Dieser Testteil, der ist eigentlich in beiden Verarbeitungspaketen sehr ähnlich. Es geht halt einfach nur darum, einmal, also hier sind dann die Allergieausweise. Dafür gibt es 8 Testsets. Und dieser Test ist natürlich in 2 Phasen aufgeteilt. Einmal haben wir die Lernphase mit den Allergieausweisen. Und ja, hier sind die 8 Allergieausweise. Die kannst du dann halt hier lernen. Nach den 8 Minuten ist dann halt eben fertig. Und danach kannst du es halt so wie beim Meta-T machen, indem du eine Zwischenübung machst. Oder du machst halt einfach gleich die Prüfphase danach. Ich würde es eher so wie beim Meta-T machen, also mach dann irgendwie Zahlenfolgen dazwischen und Implikationen erkennen. Und danach gibt es halt eben diese 25 Aufgaben, die du halt in 15 Minuten lösen musst, ja, wo du halt eben diese Reproduktionsphase hast, wo dann halt auch Bilder abgefragt werden, die Namen, Geburtsdaten, einfach alle Fakten, die dann halt eben auf diesen Allergieausweisen drauf waren, genauso wie beim Meta-T einfach. Okay. Und beim Vorbereitungspaket Plus sehen wir dann halt, also der Unterschied ist bei den Gedächtnis- und Merkfähigkeiten, nur im Vorbereitungspaket sind es die 8 Allergie-Ausweisetests. Ja, du siehst hier 8. Und mit dem Vorbereitungspaket sind es dann insgesamt 18. 18, genau, 18 Allergieausweise-Testsets und da ist die Unterscheidung nicht in Levels. Hier zählen dann einfach alle für den Performance-Radar. Also jeder einzelne Testset, den du absolvierst, ist dann als Statistik in deinem Performance-Radar drin.